Mein Name ist Philipp Meichenitsch, ich bin PGA Teaching Professional am Grazer Golfclub in Thal bei Graz. Und in meinem heutigen Video geht es um den großen Unterschied zwischen dem Eisenschwung und dem Treiberschwung. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich wie immer riesig freuen, wenn du ihn abonnierst. Und solltest du schon ein Abonnent sein, dann vergiss bitte nicht auf die Glocke zu klicken, um kein aktuelles Video mehr zu verpassen. Also, wie bereits erwähnt, geht es heute darum, um den großen Unterschied, was mache ich mit dem Driver anders als eben mit einem Eisen. Und der große oder der größte Unterschied liegt im Eintreffwinkel. Der Eintreffwinkel ist quasi der Winkel, wie der Schläger an sich mit dem Boden zusammentrifft. Ein steiler Eintreffwinkel würde so aussehen, dass der Schläger sehr weit von oben nach unten schwingt. Und ein flacher Eintreffwinkel würde bedeuten, dass der Schläger bodennahe zum Ball kommt. Und genau das ist der große Unterschied zwischen dem Eisenschwung und dem Treiberschwung. Ich möchte nicht, dass du, wie dir vielleicht schon viele andere gesagt haben, den Schläger anders bewegst. Nein, ganz im Gegenteil, der Schwung an sich ist der gleiche. Es ändert sich nur das Setup. Was meine ich damit? Ich würde gerne ein wenig die Statik so verändern, dass du auf natürliche Art und Weise den Ball einmal in der Abwärtsbewegung triffst, das heißt nach unten schlagst, und einmal in der Aufwärtsbewegung, das heißt nach oben schlagst. Denn beim Driver wäre der optimale Eintreffwinkel ca. 5 Grad nach oben, beim Eisen hingegen wäre der optimale Eintreffwinkel 4-5 Grad nach unten. Denn nur dann ist es möglich, zuerst den Ball zu treffen beim Eisen und danach erst den Boden und dann ein Divot rauszuschlagen. Beim Driver hingegen, da wollen wir eigentlich gar keine Bodenberührung. Und der beste Trick, um das zu schaffen, um den richtigen Eintreffwinkel zu bekommen, ist eben die Ballposition in der Statik, die Ballposition im Setup. Ich möchte dich bitten, versuch wirklich beim Driver, den Ball ganz zum linken Fuß zu legen. Ich habe ein anderes Video, indem ich ganz kurz beschreibe, wie du es lernen kannst, den Ball in der Aufwärtsbewegung zu attackieren. In diesem Video geht es wirklich nur um den Unterschied zwischen Treiberschwung und Eisenschwung. Und beim Treiberschwung hätte ich eben gerne eines, dass du wirklich den Ball ganz zum vorderen linken Fuß für uns rechtsspielende Golfer legst und damit dein Schwungzentrum, Stern und Brustbein deutlich rechts vom Ball landet. Was hat das für einen Vorteil? Einfach den, dass ab dieser Position hier mein Schläger in der Aufwärtsbewegung ist und ich es damit schaffe, den Ball eben in der Aufwärtsbewegung mit dem Driver mitzunehmen. Denn genau das ist das Ziel. Das heißt, acht wirklich darauf, dass du beim Driver den Ball ganz zum vorderen Fuß legst, um den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen zu können. Einen Fehler, den ich dabei dann allerdings immer wieder sehe, ist der, und da möchte ich dich bitten, versuch wirklich darauf aufzupassen, dass du trotzdem, obwohl der Ball in der Aufwärtsbewegung getroffen werden soll, ein schönes Finish machst und dein Gewicht vom hinteren rechten Fuß auf den vorderen linken Fuß verlagerst. Das heißt, versuch wirklich das Gewicht von hinten nach vorne zu bringen und du wirst sehen, der Ball ist trotzdem, weil er eben so weit vorne im Stand liegt, noch in der Aufwärtsbewegung getroffen. Das heißt, Treiberschwung, Ball ganz zum linken Fuß. Und beim Eisenschwung, zum Gegensatz sozusagen, hätte ich gerne, dass der Ball genau in der Mitte liegt. Das heißt, jeden Ball, ganz egal, ob Eisen 8, Eisen 9, 7 Eisen, 6 Eisen, 5 Eisen, ganz egal,
Ich hätte immer gern, dass du den Ball aus der Mitte heraus spielst, um wirklich dein Brustbein, Sternum, Schwungzentrum genau über den Ball zu bringen und damit einen gleich guten Kontakt zu kreieren. Das heißt, noch einmal ganz kurz zur Wiederholung. Schlagst du den Driver, schlag den Driver bitte ganz vom vorderen Fuß und nimmst du ein Eisen vom Fairway, ganz egal welches, schlag das Eisen bitte aus der Mitte heraus. Denn nur dann wirst du es schaffen, einen konstant gleichmäßig guten Kontakt zu bekommen. Und das ist das Ziel. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Nachmachen. Schreib unten in die Kommentare rein, wie es dir mit dem Training ergangen ist, ob du vielleicht jetzt einen besseren Eintreffwinkel, bessere Kontakte bekommen hast. Das würde mich persönlich natürlich riesig freuen. Und solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst. Und vergiss dabei nicht, auf die Glocke zu klicken, um kein aktuelles Video mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, ein schönes Spiel. Ciao.